Freunde der griechischen Küche, aufgepasst! Gyros wird traditionell aus Schweinefleisch zubereitet. Für eine zartere Variante des Fleisches, aber genauso lecker, könnt ihr auch Putenfleisch nehmen. Ich zeige euch hier mal mein Putengyros mit selbstgemachtem Gyrosgewürz und original griechischem Tzatziki. Das alles seht ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für das Putengyros selbst benötigt ihr folgende Zutaten: 800 Gramm Putengeschnetzeltes, eine Zwiebel, 3 Esslöffel selbstgemachtes Gyrosgewürz, 3 Esslöffel Olivenöl und Salz. Und dann gab es, wie gesagt, selbstgemachtes Tzatziki nach einem original griechischen Rezept dazu. Das findet ihr hier oben in diesem Video. Zunächst zeige ich euch die Zubereitung des Putengyrosfleischs. Zu dem Fleisch gebt ihr als erstes das Putengyros-Gewürz und vermengt schon mal alles. Dann kommen die in Würfel geschnittenen Zwiebeln dazu. Ich habe alles in einer Schüssel mit Deckel vermengt, ihr könnt natürlich auch einen Gefrierbeutel dafür nehmen. Ab in den Kühlschrank und ca. 3 Stunden ziehen lassen. Übrigens, wie man die Gyros-Gewürzmischung macht, das seht ihr in diesem Video hier oben. Wenn das Fleisch schön durchgezogen ist, dann geht es ans Braten. Ihr braucht kein weiteres Fett, da das Fleisch ja selber schon das Olivenöl enthält. Das Fleisch sollte etappenweise gebraten werden, immer nur so viel, dass der Boden gerade bedeckt ist. Wenn zu viel Fleisch in der Pfanne ist, dauert es länger, bis es gar ist und es wird zäh. Als Beilage gab es bei mir Steakhouse-Pommes und Krautsalat mit Sahne dazu. Wenn das Fleisch komplett durchgegart ist, kann angerichtet werden und so sieht das Ganze dann aus. Lecker, sage ich euch. Eine weitere leckere Variante mit Python-Gyros ist der Python-Gyros-Nudelauflauf. Den findet ihr hier oben in diesem Video. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.